Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Gleiser und ich möchte Ihnen heute meine Firma Blauschnur Seiltechnik vorstellen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff der Industriekletterei und der Höhenarbeit irgendwie geläufig ist. Das macht aber gar nichts, ist nicht schlimm, deswegen bin ich ja auch hier. Also in erster Linie zeichne ich mich dadurch aus, dass ich ungewöhnlich an meinen Arbeitsplatz komme. Was brauche ich dazu? Ich brauche dazu mindestens zwei Seile, einen Gurt, einen Helm, diverse Ausrüstung, Material etc. und natürlich auch Werkzeug, um die Aufgabe, die sich mir dann vor Ort bietet, fachmännisch lösen zu können. Und ich brauche an meiner Seite einen Kollegen aus sicherheitstechnischen Gründen. Und da spreche ich schon eine wichtige Sache an, nämlich die Sicherheit. Auf diese Art und Weise wird gewährleistet, weil ich ausschließlich nach FISAT-Statuten arbeite, also FISAT-konform. FISAT, das ist der Dachverband, wo sich die Industriekletterer organisieren. Ein kleiner Einblick. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Verhüllung vom Reichstag in Berlin. Da hat das Künstlerpaar Jean-Claude und Christo den Reichstag verhüllt. Das war 1995, ist schon eine Weile her, aber vielleicht sind Ihnen die Bilder jetzt so ein bisschen präsent. Das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Industriekletterei bei uns in Deutschland hier. Ich bin darüber hinaus auch noch Mitglied in der Berufsgenossenschaft und es ist schön, weil da schließt sich wiederum der Kreis. Die Seilzugangstechnik ist ein von den Berufsgenossenschaften anerkanntes Zugangsverfahren. So, wo findet jetzt die Seilzugangstechnik Anwendung? Eigentlich überall da, wo Sie nicht hingehen wollen, nämlich da, wo der Zugang sehr erschwert ist. Und auch überall da, wo der Wirkungsgrad von einem Gerüst, von einer Leiter oder von einem Hubsteiger, von einer Hebebühne, von einem Kran einfach nicht möglich ist oder nur sehr schwer möglich ist. Genau, und da komme ich dann ins Spiel. Für die Vorteile, die eigentlich auf der Hand liegen, kann ich nur so viel sagen. Durch die Seile, mit denen ich unterwegs bin, bin ich sehr schnell, sehr mobil, sehr flexibel unterwegs. Ich habe einen geringen Materialeinsatz, was sich natürlich dann auch wieder positiv auf die Kosten für die Bauherrschaft auswirkt. Was sich auch noch positiv auswirkt, ist, und es freut die Bauherrschaft dann ganz besonders, dass es sich bei der Seilzugangstechnik um eine sehr substanzschonende Zugangsart handelt. Also ich perforiere die Hausfassade nicht mit Löchern, Bohrungen etc. Für wen ist das Ganze interessant?